Herzlich willkommen wieder auf diesem Kanal beim Bastler. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es um den zweiten Teil von diesem Bohrständer. Nach dem Intro geht's gleich los. Da müssen wir noch gegenwirken. Die Lager waren noch frei schwebend, deswegen klebe ich die jetzt ein. Wir machen jetzt hier eine Nut und ich habe ja hier das Loch. Das setze ich auf die Spitze auf. So, da ist das Loch. Den Seitenanschlag führen wir dran, arretieren den. Damit habe ich dann schon mal meine Tiefe. Und habe hier noch dahinter ein Brett gelegt, sodass ich das nicht verkippe. Und so schieben wir das jetzt durch die Nut. Bisschen sauber machen und abwarten. Da die Bohrlöcher ja nicht hundertprozentig mittig gelungen sind, muss ich das jetzt halt ein bisschen ausgleichen, weil das später für die Führung noch wichtig ist. Das müsste die Mitte sein. Aus einem Flaschenkorken mache ich jetzt eine Feststellschraube. Das Besondere an der Stange ist natürlich, dass sie eine Seite abgeflacht ist. Das ist daraus geworden. Für das Kopfteil habe ich hier 12 mm leicht versenkt für 1-2 mm, sodass sich das da schön zentriert und dann mit Schrauben festgemacht werden kann. Hier ein Versuch, ob ich mit dem Fräser ein Sackloch machen kann. Das sieht gut aus. Das A und O ist natürlich, dass er parallel ist, sonst würde der Bohrer nie gerade reingehen. Und er liegt parallel unten auf, das ist schon mal gut. Ein bisschen Luft hat er, weil das Lager etwas einen halben Millimeter rausguckt, deswegen hat er insgesamt Luft, aber diese Luft ist gleichmäßig. Was jetzt noch stört, ist nicht, dass er unten nicht parallel aufliegt, sondern dass hier noch etwas wackelt. Aber nur auf dieser Seite, hier sieht es eigentlich gut aus. Ja, ich dachte, ich komme drum rum, dass ich die einkleben muss, aber jetzt muss ich das wohl tun. Die Lineallager, sodass sie in dieser Endposition sich einkleben. Gesagt, getan. Thank you.
Anschlag, Anschlag, bohren. Doch, es geht. Und mittig ein Loch. So, schnell noch eben eine Andrückhilfe fertig gemacht. Jetzt machen wir unsere Stütze fertig und das werden wir jetzt festleimen. Nur erst diese Stabilisatoren oder Zentrierteile. Könnt ihr euch aussuchen, wie ihr es schimpfen wollt. Das machen wir jetzt fest mit Leim. Das ist meine Andrückhilfe. Und zu kurz. Ich habe hier schon mal ein vorgebohrtes mit 51 mm Loch Platte aufgelegt, so dass ich eine saubere Führung habe, genau an der Stelle, wo er auch ist, damit das nicht irgendwas schlackert oder sonstiges, weil ich jetzt keinen Führungsdorn habe. Ich hatte ja schon ein größeres Loch vorher gebohrt und deswegen kann es ja nicht mehr geführt werden. Und jetzt bohren wir da mal durch. Ich habe hier was untergelegt, damit ich in eins durchbohren kann. So, und dieses Teil passt da jetzt perfekt drin. Und damit das schön zentrisch wird, lege ich jetzt hier ein Klötzchen drin, lege meine Zentralplatte, die guckt jetzt natürlich ein bisschen drüber, dann kommt er drauf, dann habe ich hier einen Pfostenabbohrer drin, damit zentriere ich das jetzt. Da gehört er hin. So. Und so wird er festgeklebt. Ich habe noch eben Zinken dran gemacht, damit genug Druck drauf ist. Und jetzt warten wir, bis das ausgehärtet ist und schauen wir uns das mal an. Das ist ein Versuchsaufbau. Ich weiß jetzt aber nicht, ob ihr den Laser sehen könnt. Und zwar habe ich hier einen Laser eingespannt. Wenn ich jetzt den vorbewege, bleibt er eigentlich sehr konstant. Allerdings, auf der Entfernung ist da schon wohl schnell mal ein Millimeter drin. Thank you.
Ich stelle jetzt den Fokus so ein, weil unter Belastung ist er ungefähr in der Höhe. Die werden hier eingesetzt, also muss er da dann scharf sein. Den habe ich jetzt, glaube ich, sehr scharf. Jetzt haben wir diesen. Der könnte vielleicht noch ein bisschen schärfer. Das sieht besser aus. Müssten wir jetzt eigentlich mit einem Sekundenkleber arretieren und dann einstecken. So, ich habe den jetzt von unten drin gesteckt. Da müssen wir natürlich jetzt mit der Zange etwas ausrichten, bevor wir weiter reinschieben. Das sieht so schon perfekt aus. Ja, liebe Freunde vom Kanal beim Bastler. So, die Bohrhilfe ist fertig. Ich habe alles dran gebaut, habe hier eine Lasereinheit dran gemacht. Die ist natürlich fürs erste Zentrieren gedacht. Dann habe ich hier einen Tiefenstock dran, habe die Lager einkleben müssen, was ich dachte, das brauche ich nicht unbedingt. Und habe hier ein Bohrfutter drin, was vielleicht etwas überdimensioniert ist, zu groß ist. Da kann man auch was anderes nehmen. Wem das zu teuer ist, der kann durchaus in einen Billigladen gehen. Und da gibt es solche Dinger. Und die haben so einen SD-Anschluss. Kann man gebrauchen. Dann darf man aber dieses nicht so dick machen, nur die Hälfte. Und muss man halt gucken, ob man mit einer Lager auskommt oder vielleicht doch zwei hintereinander setzt. Funktioniert bestimmt auch. Ist natürlich eine günstige Alternative. Ja, und ich kann euch natürlich viel erzählen, aber die Funktion, funktioniert das, wofür ich es gemacht habe? Und was ist das Besondere an diesem, was vielleicht andere nicht haben? Ich weiß es nicht. Ich kenne nicht alle Bohrhilfen, Bohrständer, die es so gibt für Akkuschrauber oder für auch feste Bohrmaschine. Die kann man ja hier auch dran machen. Also kabelgebundene, normale Bohrmaschine. Ich weiß es nicht. Ich habe das dran gebaut, wofür ich es hauptsächlich brauche. Ihr habt letztens ja gesehen, wie ich rumgekämpft habe mit dieser einen Tür, die ich ja zu einer Tischtennisplatte gemacht habe. Da wollte ich schön mit einem Fosnerbohrer ein Loch bohren. Das werden wir uns angucken, wie ich das jetzt mit diesem Teil mache. Und ja, lass uns doch mal loslegen. Was kann es denn? Ja, als erstes spanne ich mal einen Bohrer ein. Oh. Ja, als erstes, habt ihr ja gesehen, habe ich hier eine Kerbe drin. Das ist natürlich, wie jeder schon weiß, für Rundlöcher, für Rundstäbe. Entschuldigung. Ja, ich habe mal eine Markierung gemacht. Da möchte ich jetzt ein Loch schön zentrisch haben. Das kann man natürlich hier sehr schön einlegen. Und ich schalte mal meinen Laser an und sehe, da muss ich bohren. Und das machen wir jetzt auch. Und ja, man sieht den Strich jetzt nicht mehr, aber sieht sehr zentrisch aus. Die nächste Möglichkeit, die wir noch haben, ist, ich habe hier ein Brett. Dort möchte ich genau mittig ein Loch haben. Okay, ich zeichne mir mal vorsichtshalber mit dem Mittenfinder die Mitte an. Da ist die Mitte vom Brett. Ich zeichne mir mal hier an, da möchte ich das Loch haben. Jetzt kommen mir meine Zentrierhilfen hier an den Wellen zum Tragen und das schauen wir uns mal an. Ich lege mein Kreuz jetzt direkt unter dem Laserkreuz. Oha. Das, ja, hätte ich mal entgraten sollen. So, ich lege den hier an, ich lege den da an und dann ist es automatisch die Mitte. Perfekt. Aua, Mensch. Das gleiche hilft mir natürlich, wenn ich jetzt hier ein Loch bohren will. Ich habe die große Platte wie diese Arbeitsfläche, will dort ein Loch bohren, was schön senkrecht ist und auf geht's. Das ist Sinn und Zweck von so einer Bohrhilfe, dass sie auch funktioniert. Sind die Löcher auch gerade? Das müssen wir jetzt auch nochmal überprüfen. Was nehmen wir denn da?
Wir nehmen da mal halt diese Siebdruck und bohren da mal ein 8 mm Loch. So, jetzt halte ich das nur mit der Hand drauf. Muss natürlich eine satte Auflagefläche haben. Wenn es die nicht gibt, dann bringt das alle nichts. So, und wir legen mal los. Jetzt kann ich hier nicht ganz durchbohren, weil ich nicht auf dem Loch bin. Schieben wir mal rüber. Da hilft einem das Laserkreuz natürlich enorm, dass man schon sehr schnell angepeilt hat, wo man bohren muss. Ich muss das Loch jetzt nachbohren. Jetzt habe ich meinen Tiefenstopp und die stecken wir jetzt mal drin. Ja, perfekter geht's nicht. Ja, auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob man das sehen kann. Wenn ich, das ist ein bisschen kurz, aber das ist perfekt. Ja, Präzision bei der Herstellung der Bohrhilfe ist natürlich ganz wichtig, weil ungenau wird es nachher von alleine noch. Deswegen sollte man schon ein bisschen Sorgfalt walten lassen bei der Konstruktion und bei den Bohrlöchern senkrecht und so weiter. Und jetzt nutzen wir die Gewinde, die ich drin geschnitten habe, in den Wellen. Und zwar habe ich hier zwei Leistenbretter oder Anschläge gemacht, habt ihr ja gesehen. Und die schrauben wir jetzt hier mal dran. Und genau wie eben, das sind auch meine Mittenfinder. Das ist meine Tür und hier habe ich ja ein dickes Loch drin und jetzt machen wir noch eins, was ich zwar nicht mehr brauche, euch aber demonstrieren will, dass das funktioniert. Jetzt habe ich ja diese schönen Leisten und die zwinge ich fest. Dann kann mir da schon mal nichts mehr anbrennen. Natürlich kann ich vorher meinen Laser anmachen, da will ich das Loch haben. Das zeigt er mir ja an. Drücke das schön runter, damit es auch wirklich senkrecht wird. Kann noch eine zweite Zwinge nehmen, damit ich absolut sicher bin. So, jetzt wackelt hier nichts mehr. Und ich kann jetzt einen Pfostenabbaucher einspannen. Weil das ohne Hebelwirkung ziemlich schwer ist, habe ich jetzt natürlich auch den großen Vorteil, ich kann mal eben schnell zwischendurch nochmal einen Zehner einspannen. Zehner Bohrer. Und danach geht's mit dem Forstner Bohrer weiter. Übrigens, ein Laser ist nicht ganz in der Flucht. Das hat aber nichts mit der Präzision der Bohrhilfe zu tun, sondern dass der Laser an sich scheinbar die Linse nicht in Ordnung ist, weil die Löcher sind alle senkrecht. So, ja, ist natürlich jetzt etwas der Sache geschuldet, dass das wackelt. Tja, die Seite kann ich nicht messen. Kann ich doch messen, ich brauche ja hier nur was dran halten. Und das sieht für mich super aus. Ja, und warum habe ich so lange Wellen genommen? Das sind ja 40 mm Wellen. Die Federn haben nur 31 cm. Hier kann man auch noch einen Schlangenbohrer einspannen, womit man hier schöne Löcher bohren kann. Wir werden mal ein Loch nachbohren, mal gucken, wie gut das geht. Und ich bohre erstmal mit 5 mm vor. Passt. Beim Anbohren ist es hilfreich, wenn man den Bohrer erst links herumlaufen lässt und dann erst rechts. Ich finde es ein schönes Loch. So, ich habe den jetzt rübergeschoben, habe den wieder hier arretiert. Jetzt versuchen wir mal. Das zweite Loch will ich mit dem Forstnerbohrer machen. Jetzt werden wir gleich mal
ausprobieren, wie senkrecht die sind. Leider, wie es immer noch so ist, ein 20er Loch passt leider nicht. 20er Alurohr drin. Das sieht wirklich perfekt aus. Meine Benchstocks passen aber schön gleichmäßig drin. Ja, und jetzt kommen wir zu dem letzten Highlight, weiß ich nicht. Zumindest eine Funktion, die ich mir von Anfang an vorgestellt habe, dass ich die brauchen werde. Und wie gut oder wie schlecht die funktioniert, weiß ich erst, wenn ich sie jetzt mit euch zusammen zum ersten Mal wirklich teste, ausprobiere. Ich weiß nicht, ob es wirklich funktioniert, also gut funktioniert. Funktionieren wird es bestimmt irgendwie. Aber ihr habt ja gesehen, ich habe ja eine kleine Zentrierhilfe gemacht. Die hat eine Aufgabe. So, hier habe ich jetzt die Federn rausgenommen, damit der schön leicht zu schieben ist. Dieses Loch übrigens ist ein 51 mm Loch und das ist auch wichtig. So, ich klemme jetzt mal die Vorrichtung hier an meiner Werkbank fest. So, ihr habt gesehen, ich habe das Kopfteil hinten dran gemacht. Das hätte ich ein bisschen weiter machen sollen. Das klemme ich auch fest. Brauche vielleicht nicht, aber ich mache das halt. Ja, so machen wir es. Es kommt nur ein kurzer Bohrer drin. 5 mm. Jetzt kommt dieser stufengebohrte Hilfe. Danke nochmal an Schlaufis Bastelkanal. Und, achso, das müsst ihr wahrscheinlich genauer sehen. Kommt mal hier. Hier ist die Platte, die direkt in das Loch passt. 1:1. Schön satt drin. Und seht ihr, der 5 mm geht da sehr schön durch. So. Aber das reicht ja noch nicht. Damit kann ich bestimmt noch nicht gerade Löcher bohren. Wir gucken mal, was wir noch brauchen. Dieses Teil habe ich mir noch gebaut. Zwei Langlöcher. Ich zeige euch das mal, wie ich das gebaut habe. Eigentlich ziemlich simpel. Und eine Schraube durch. Und hier ein Halter, mit dem wir das noch Ganze arretieren können. Ja, wofür brauche ich das? Als Gegenstück für diese Seite, damit ich die Höhe nivellieren kann. So, das machen wir doch jetzt mal. Und zwar habe ich hier einen 25 mm Rundstab. Und in diesem Rundstab möchte ich genau zentrisch ein Loch haben. Da hilft mir natürlich dieses Stufenloch, weil das direkt da reinpasst. Aber dadurch heißt es noch lange nicht, dass es senkrecht wird. Das schaffen wir aber hiermit. Hier können wir den in das passende Loch drin schieben. Damit sollte er zentrisch sein. Aber wir brauchen hier auf der anderen Seite ein Gegenstück, was die gleiche Höhe hat. Und das können wir hiermit schön simpel... Oh. Ja, ist ja gut. Ich habe keine Zeit für euch. So, einstellen. Und zwar die Höhe. Wir schrauben einmal diesen fest. Den habe ich ziemlich passend gemacht. Wie die anderen auch, so dass man ungefähr die Mitte hat, da wo die Schraube ist. Ist aber gar nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, dass man dies komplett alles richtig einstellt. Ja, und die Höhe kriegen wir eigentlich ziemlich leicht mit der Wasserwaage. Wir gucken mal eben, wie die Werkbank gerade steht. Ja, die ist nicht ganz gerade, aber das ist, ja doch, hier, dies geht. Wir halten das hier drauf. Müssen also höher, dann stellen wir den mal höher ein. So, na, ein bisschen noch. So könnte er gehen. Ja, schrauben wir den fest. Damit ist die Höhe definiert. Und jetzt brauchen wir nur noch den Abstand hier und da
hilft uns natürlich die Werkbank, die wir dann nutzen können. Aber wie gesagt, ich mache es auch heute zum ersten Mal mit euch zusammen. Mal eben gucken, ob wir diesen dafür missbrauchen können. Schade, der hat... Ja, geht wohl. So, ich messe hier bis zum Rand 10,6 und hier habe ich 11,6. Also müssen wir ein bisschen zurück arretieren. Jetzt sollte er lotrecht, fluchtrecht, keine Ahnung, wie man das in der Waagerechten so sagt, waagerecht, aber er ist ja dreidimensional oder zwei. Schreibt mal in die Kommentare, ist er jetzt zwei- oder dreidimensional? Dann legen wir mal los. Und schön zentrisch ein Loch. Noch eine Möglichkeit, um zentrische Löcher zu bekommen, die auch schön lotrecht sind, werden wir hiermit jetzt mal versuchen. Mal gucken, ob das klappt. So, die zwei Leisten klemme ich jetzt aneinander, hier in dem Schraubstock. Jetzt sind die Press aneinander. Da werde ich jetzt ein Loch bohren. Perfekt. Da machen wir jetzt eine Nut. Ein bisschen ist daneben gegangen, ist aber nicht tragisch, weil am Ende und am Anfang ist es noch gut. Also der Bohrer sieht aus, wenn er mittig ist. Hab den jetzt eingespannt, aber wie man ja sieht, wegen dem Rundholz lässt sich das noch bewegen. Und deswegen glaube ich, ist das nicht die optimale Lösung, um zentrisch wirklich ein Loch zu bekommen. Glaube ich nicht. So, jetzt spanne ich einen größeren ein, 35 mm. Ob der dann sich noch da bei der Nut arretieren lässt, da bin ich ja gespannt. So, und das Problem, was jetzt hier auftaucht, ist, dass die Nut für diese großen Durchmesser nicht mehr ausreicht. Entweder bin ich unten in der Nut oder ich muss oben in der Nut. Also, so funktioniert es nicht. Schade. Also, es sieht aus, wenn es funktionieren würde, aber glücklich bin ich nicht drüber, so wie es ist, sei es zu viel Frickelei. Wie gesagt, schreibt mir es in den Kommentaren. Vielleicht habt ihr eine bessere Idee oder was ich vielleicht ändern könnte. Ja, liebe beim Bastlerfreunde, das war jetzt das Video zu der Bohrhilfe oder Bohrständer. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Ihr könnt es gebrauchen, vielleicht was zum Nachbauen. Könnt ihr ja mal schauen und schreibt es mal in den Kommentaren, falls ich eine Funktion jetzt total vergessen habe, die man da auch noch mitmachen kann. Ich kann es jetzt nicht mehr sagen. Also ich denke, ich bin alle durch. Ja, das war's für heute und ich freue mich drauf, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid und dann sehen wir uns hier wieder. Tschüss. Heh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